Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Es kam ja vor ein paar Tagen die Einladung für Deoxys. Das war Deoxys. Hier nochmal das Video zu den Einladungen. Man kann eine bekommen und da einen Kumpel einladen, mindestens Stufe 3. Man kann selber noch eingeladen werden, also. Ich habe zwei am Dienstag. Der Kleine hat auch zwei. Das sind dann vier an drei verschiedenen Orten. Den letzten um 17 Uhr oder 17.30 Uhr werde ich sogar livestreamen. Also schaut vorbei, Dienstag 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Ich schaue nochmal nach. Oder ihr schaut das Video an. Da steht ja auch die Uhrzeit drauf. Checkt das ab. Das ist dann der letzte für den Tag. Da habe ich dann hoffentlich schon angefangen. Und den werde ich dann livestreamen. Also schaut vorbei. Aber bevor wir die überhaupt machen können am Dienstag, müssen wir uns erstmal vorbereiten. Und dafür schauen wir uns heute die Konter gegen Deoxys an. Und natürlich, wie viel WP ein 100% Deoxys hat. Los geht's. So, ich habe es hier mal eingeblendet. Im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer. Dementsprechend ist das Video hier auch gar nicht so lang. Weil es sind dieselben Konter wie gegen Mewtwo. Eigentlich perfekt. Wie ihr wisst, Deoxys hat vier Formen. Aber das ist interessant, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob es bestätigt ist, dass die normale Form kommt. Was geil wäre, was ich persönlich geil fände, wäre, wenn alle vier Formen kommen würden. Und es halt einfach eine Überraschung ist, welche Form aus dem Ei jetzt kommt. Das wäre natürlich richtig geil. Würde auch gut dazu passen, dass man mehrere machen kann, damit man da einfach die Chance erhöht, die ganzen Formen zu bekommen. Das würde meiner Meinung nach echt Spannung reinbringen. Und dann steht man davor und dann weiß man nicht, okay, welche Form kommt. Habe ich die schon? Brauche ich die noch? Weil bei Mewtwo war es ja so, dass viele nach, keine Ahnung, ungefähr 10 Raids, manche hatten noch 20 und so, da schon bereits die Lust verloren hatten, was gar nicht so viel ist. Und Mewtwo war ein Jahr da. Und Deoxys wird wahrscheinlich, können wir annehmen, auch ein Jahr da sein. Und das würde halt echt Schwung in die Sache bringen. Und dann würden die Leute echt länger motiviert bleiben, immer versuchen, eine Einladung zu bekommen. Weil halt vier verschiedene Formen, man halt die ganzen Formen braucht. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch feiern würdet, wenn alle vier Formen jetzt kommen würden und es jedes Mal eine Überraschung wäre. Andere Theorie ist natürlich vier Formen, ein Jahr, dass jede Form 3 Monate da ist und dann gewechselt wird. So wird es wahrscheinlich auch passieren. Aber ich finde, das ist eigentlich die langweiligste Form und Methode. Aber egal, zu den Kontern gehen die normale Form, weil das wird wahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob es bestätigt ist, der X-Rate am Dienstag sein. Deoxys ist Psycho, dementsprechend halt genau dieselben Konter wie gegen Mewtwo. Unlicht, Käfer und Geist. Und natürlich hat er auch bei Wind Wetterboost normal 15, 70, 100%. Wetterboost 19, 63. Theoretisch zu zweit machbar, hier im roten Bereich. Eins, also schwarz ist unmöglich. Was krass ist, die Attack-Form, Rot 1, also theoretisch solo machbar. Ein 5er legendärer X-Ray, das ist heftig. Falls es echt so kommen wird, dann werde ich es natürlich immer probieren. Aber die besten Konter natürlich, Despotar, Unlicht, Biss, Knirscher. Dann die ganzen Mewtwo von den X-Rays. Habe ich ja gesagt, ändert die Attacke auf Spukball, weil Geist ist effektiv. Und natürlich Gengar, aber wir wissen alle, Gengar steckt halt nichts ein. Dann werden hier halt zum Beispiel Drachen vorgeschlagen. Drachen sind halt allgemein solide Pokémon. Aber weitere Konter an sich zum Beispiel Top, Käfer, Pinsir und Sherrox. Unlicht gibt es noch. Absol, hier seht ihr es, Hundemon. Alola Slimog anscheinend auch. Und ja, ihr wisst schon, dieselben wie gegen Mewtwo halt. Mewtwo ist schon ein Jahr hier. Momentan wird Mewtwo geradet. Ihr habt bestimmt schon die Top Konter am Start. Dementsprechend ist es hier nicht unbedingt eine Neuigkeit. Einzige Neuigkeit ist Dienstag 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Schaut es nochmal nach. Video wird verlinkt. Werde ich mein Deoxys Raid live streamen. Also das war's von mir. Geht's heute raus. Oh, warte. Noch eine Sache. Dienstag ist ja der X-Raid. Und normalerweise ist es so, dass die Einladungen 2 Tage vor dem nächsten X-Raid kommen. Das wäre dann Sonntag. Sprich, heute und morgen könntet ihr theoretisch noch triggern für die Einladung. Falls die Einladung Sonntag kommt. Kann ja sein, dass Niantic das System geändert hat. Wir werden es dann natürlich morgen sehen. Aber rein theoretisch, heute und morgen könnt ihr triggern. Und normalerweise ist es so, falls eine Arena einen X-Raid-Pass verteilt hat, dass auf dieser Arena kein Raid mehr stattfindet, bis der X-Raid vorbei ist. Aber momentan ist es so, seit dem neuen System, dass dort immer noch Raids stattfinden. Das heißt möglicherweise, dass die halt andauernd X-Raid-Einladungen werfen können. Würde ja eigentlich auch gut passen. Ich habe ja den Steinbrunnen verloren, eine X-Raid-Arena. Dementsprechend können die sich nicht mehr gegenseitig abwechseln. Und wenn die X-Raid-Arenen jetzt jede Woche eine verteilen können, ja, wäre es gar kein Verlust, den Steinbrunnen zu verlieren als X-Raid Arena. Vielleicht haben die das deswegen gemacht. Vielleicht ist es auch ein Bug. Bei Niantic weiß man nie. Auf jeden Fall, heute und morgen versucht zu triggern. Man weiß nicht, vielleicht kommt die Einladung morgen.
Aber das war's jetzt von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.